Okay, bitte einmal alle, Olaf, keine Bälle werfen, sondern reingehen. Und deine Kruzifixes hinzufügen. Was denn, ich will fertig werden. Mach mal keinen Stress hier. Wenn es danach geht, 1,5 Stunden sind schon lange rum. Heul leise, Chantal. Das funktioniert bei deiner Tochter, aber nicht bei mir. Leise, Sarah. So. Erster! Stimmt nicht. Doch. Du Knecht. Ja! Hat uns vor mir gebückt. Muss die Relation sehen. Ich hab's einmal gemacht, du um die 10-mal gerade. Ich hab mich vor dir nicht so oft gebückt. Du standest in mir drin und hast dich gebückt. Nee, ich hab mich nicht gebückt. Ich hab mich hinter dich gestellt. Und immer auf meinen Arsch gegaffert, oder wie? Nö. Oh, Olaf, als ob ich mir so einen Arsch angucke. Das kann man jetzt... Was weiß ich hier? Das kann man jetzt... Vielleicht hast du ja so ein Fable. Nur bei Frauen. Aber nicht bei Leuten, die... warte mal, zeig mal her. Sich nicht pflegen können. Das sagt der Richtige. Hast du Facecam an? Ja. Mach Wer ist hier nicht rasiert? Mach ich bei fast nur immer an. Okay, Kruzifix, Zeuge eines Geister-Events, Salz, durch Geist soll durch das Salz wandern, Geist heißt Jennifer Clark, scheint sowohl als auf Gruppen als auch alleine zu antworten. Geronimo! Okay. Erstens, Ike, wir wissen, was wir diesmal machen. Zweitens, Kruzifix ist Olafs Aufgabe. Leute, wo ist denn die Videokamera? Die hab ich schon. Videokamera? Die hab ich schon. Ja, aber dann nimm das da Stativ hinter dir. Nee, braucht man nicht. Nimm das extra gekauft. Ach, nimm das Geistertelefon. Los, Abmarsch. Bist du hier? Wow, als ob er hier schon reagiert. Antworte nicht erkannt, wenn du Ike dumm findest. Ach, nichts erkannt, so ein Zufall. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Scheiße, ich hab vergessen, Dings anzumachen. Mach mal gleich nochmal. Bist du hier? Ich hab ihn, hallo, ich hab ihn. Das hier.
Sicher? Er hat gerade in mein Ohr gehaucht. Er hat gerade in mein Ohr gehaucht. Bist du hier? Also keine niedrigen Temperaturen dort in Olafs Raum. Aber ich hab jetzt Bock gehaucht. Olaf, hebt das Dingsbus wieder auf. Olaf, warum rennst du schon wieder raus? Olaf, komm wieder hoch und hilf dein Dingsbums auf. Und weg ist er. Hier unten, Minusgrade, Minusgrade, Minusgrade. Hier unten, nicht da oben. Da wo Thermometer liegt im Raum drinne. Ist das das Esszimmer, Darko? Mal die Taschenlampe bitte ausmachen. UV auch? Alle Lampen. Ich sehe derzeit keinen Orb. Ich bringe Salz mit. Hab ich ein Schwein gehabt? Weil das mit dem Hauchen war ich. Ich war, das war mir so klar. Aber ich weiß, dass ich hier nicht so nah ans Fenster gehe. Das letzte Mal hat mich der Geist durchs Fenster geholt. Wenn das jetzt immer passiert, wenn Olaf drinne ist, dann könnte es eine Banshee sein, weil die legt sich immer nur auf eine Person die ganze Zeit fest. Und es dauert ganz schön lange. Ich hatte gerade Herzschlag. Ich bin halt auf Profi. Leute, ich hatte gerade einen Herzschlag, wo ich die Treppe runter bin. Okay. Aber schaust du mal, ob er auf einzelne Personen oder auf Gruppen reagiert. Auf beides. Olaf, lebst du noch? Tut er. Darko ist tot. Der ist direkt hinter mir gestorben. Der war im gleichen Zimmer wie ich, hinter mir ist hops gegangen. Okay, ich tippe auf Banshee. Ich bin zweimal dem Tod nur knapp entronnen. Nein, weil wenn es eine Banshee wäre, dann wäre er komplett nur auf dich fixiert. Der hat aber sich jetzt einen Darko geholt. Ich habe auf jeden Fall Darkos Leiche fotografiert. Wir haben jetzt Gefriertemperaturen als einziges. Wir brauchen
noch Salz und Kruzifix? Ich habe hier nämlich das Buch drüben hingelegt und ich habe hier noch die Geisterbox dann oben geholt. Also Salz habe ich vor den Raum und an der Treppe platziert. Guck dir mal meine Sanity an, Alter. Du darfst gerne reingehen. Ich habe gerade Pillen genommen. Und da stand ich sogar neben dir. Das hättest du hören müssen, das Klacken der Tabletten. Es ist halt kein Kruzifix hier. Wie heißt das? Ein Orb zu sehen. Also ist noch Geisterbuch. Fingerabdrücke. Was gibt's noch? Geisterbuch, Fingerabdrücke und Talkbox. Na dann. Soll ich's mal mit der Talkbox versuchen? Ich benutze Talkbox, kein Stress. Okay, ich habe ein Kruzifix dabei. Ich habe ein Knicklicht dabei für Fingerabdrücke. Du musst das Kruzifix auch ihm entgegenwerfen, das weißt du. Mit F oder mit G? Ich glaube mit F war das. Aber es klappt nicht jetzt. Guck. Bist du hier? Da in der Ecke steht sie. Ich hab sie fotografiert. Und Geisterbox haben wir. Das ist eine olle Troller! Oh. Wie bitte? Das ist eine olle Troller! Ich hab die fotografiert, wie sie an der Ecke stand und gewackelt hat. Ich hab's gesehen. Die ist da in der Wand leicht gewesen. Aber wir haben Geisterbox auf jeden Fall. Also Gespenst, Mare oder Dämon. Gespenst kann es nicht sein, denn Gespenst hinterlässt keine Fußabdrücke im Salz. Wir sollen ihn aber durch Salz wandern lassen. Also können wir das ausschließen. Giftige Reaktion zu Salz. Der ist aber, wo ich Salz gestreut hatte, schon rausgekommen aus dem Raum. Eine Mare braucht man noch. Vielleicht war er schon. Vielleicht war er außerhalb vom Raum. Warte mal, dann wäre er aber nicht mehr reingegangen durch das Salz. Geisterorb haben wir nicht. Also könnte man eine Mare auch ausschließen. Dann bleibt noch ein Dämon. Ein Dämon braucht man noch. Geisterbuch. Also Geisterbuch oder Fingerabdrücke. Dann lass reingehen. Warte, ich hol kurz noch ein zweites Kruzifix. Nee, nimm eine UV-Lampe. Hier ist keine UV-Lampe mehr. Dann liegt sie bei Darko. Schreibe ins Buch. Ja, hier hinten durch und dann links rum. Da. Wo wollen wir jetzt nach Fingerabdrücken gucken? Ich habe jetzt mal just for fun zwei Fotos gemacht. Mal ganz kurz gucken, ob da Fingerabdrücke zu sehen sind. Darko, wir sehen dich, dass du da bist. Das nicht, aber ich habe eine Interaktion fotografiert. Was das auch immer sein soll. Also Fingerabdrücke oder Geisterbuch?
Haben wir noch einen Fotoapparat in Zweten? Wärst du das, Olaf? Ja, bestimmt müssten wir noch einen haben. Haben sogar noch zwei. Hier ist wieder was abgeschlossen. Durch Salz gehen ist abgeschlossen. Cool. Nur noch Kruzifix. Und was ist jetzt dieser Geist? Das wissen wir noch nicht. Es fehlt noch entweder die das Buch oder Fingerabdrücke. Lol. Salz ist aber unangetastet. Schreibe in das Buch. Alles klar, hier liegt ein Hackebeil voll mit Blut. Das kommt bestimmt von da. Wir müssten den Geist halt dazu bringen, dass der irgendwas bewegt wegen Fingerabdrücke. Denk mal, er gibt mir ein Zeichen. Oder wie etwas. Olaf, ich habe hier hinten in der Werkstatt Gefriertemperaturen. Auf einmal. Das heißt, hier ist es öfters unterwegs, also es geschieht, ne? Ich habe mich gerade mal den. Ich höre den hier draußen rumwandern. Nein, ich bin gerade raus, als das losging. Hier, genau hier drinnen, hinter der Tür im Raum, hat mich auf einmal Gefriertemperaturen gehabt. Das Kruzifix ist gerade durch die Tür geflogen. Wird nur nichts bringen. Vielleicht schon, weiß ich noch nicht. Geh nicht so nah an die Tür ran, du weißt Bescheid. Wieso blinkt deine Taschenlampe eigentlich nicht? Die blinkt doch. Bei mir nicht, bei dir ist sie immer so ganz. Welche Taschenlampe? Man hat zwei, die in der Hand und die auf der Schulter. Hm. Also es ist auf jeden Fall vorbei. Oh. Ist auf jeden Fall vorbei. Wo ist das Kruzifix? Da liegt's. Nimm's mal ab. Ich hab keine Hand frei. Ja, man geht rein und der macht das Licht eiskalt aus. Was ein Arsch. Hast du UV-Lampe hast du noch? Leuchte mal auf die Tür, weil man hört die ganze Zeit. Aber nur wenn du mit reingehst. Mach aber deine Taschenlampe dazu aus. Sind da Fingerabdrücke? Ich hab nichts gesehen. Nein. Olaf, wenn ich sterbe, fotografier bitte meine Leiche, okay? Thank you.
Hat immer noch nicht ins Buch geschrieben. Also irgendwo müssten dann Fingerabdrücke sein. Weil die Gefriertemperaturen sind hier auch wieder weg. Ganz komisch. Du alter Feigling, komm rein ins Haus! Alter, das war ein... Das war in der letzten Aufnahme... Olaf, das war in der letzten Aufnahme schon so, dass... Lass mich bitte ausreden. Das war in der letzten Aufnahme schon so. Du bist mit rein und kurz nach mir bist du... Also, ich bin rein und du bist gleich wieder umgedreht und raus. Du bist ein richtiger Feigling, wenn es darum geht. Das Olaf, der Darko hat dich in der letzten Aufnahme die ganze Zeit verfolgt. Ich war 7 Minuten im Haus, du 2 Minuten. Du bist ein Feigling. Nur weil ich raus bin. Schreibe in das Buch. Geist! Wie er sich im Schrank versteckt und man auch den Arm sieht. Gib uns ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Das ist runtergefallen, aber ich glaube, das war da. Sauber. Rein mit dir, Olaf. Ich war eben so lange hier drin. Ich hoffe, ich habe noch fotografiert. Bist du tot, Ike? Ja. Ich bin dem Geist hinterher und wollte fotografieren und dann bin ich gestorben. Aber meine Leiche liegt nirgendwo. Wow. Und doch, die liegt hier. Bei mir liegt da gar nichts. Wo ich stehe. Bei mir liegt dort nur das Zeug. Wie Olaf gleich wieder rausgerannt ist, der Feigling. Nein, der hat sich hier hinten, hier, wenn du durchgehst, hinten rechts im Schrank versteckt und sie ist hier. Hätte eigentlich direkt auf sie hier, auf Olaf hier zugehen müssen. Ich habe leider den Geist nicht fotografieren können. Jetzt müssen wir Olaf irgendwie dahin leiten. Er hat mir versprochen, dass er meine Leiche fotografiert. Also, wenn nicht, dann... Ja, aber er muss sie ja finden. Weil, wenn er es nicht macht, dann... Ja. Muss erst nächstes Mal alles bezahlen. Wir müssen ihn trotzdem dahin führen. Nö, er kann, muss alleine mal dahin finden. Und jetzt steht er wieder hier nur rum. Okay. Der wird nicht mehr reingehen. Der hat null Sanity. Also ich würde darauf tippen, dass es ein Gespenst ist. Falls ihr das auch so seht, bitte werft eure Sachen hier in das Regal hier mit diesen vier Sachen drauf. Falls ihr nicht dieser Meinung seid, einfach mal unten zu der großen Taschenlampe da hinwerfen.
Der soll meine Leiche fotografieren. Ich hab 15 Sanity, das macht keinen Sinn. Steppt man sofort. Wir machen jetzt einfach mal Fingerabdrücke. Dann wären wir bei einem Gespenst. Weil Buch schreibt da nicht. Ins Buch schreibt da nicht. Man muss ihn einfach nur hinleiten. Ja. Aber hast du es mitgekriegt? Er wollte sich gleich wieder rausdrehen. Yep. Er ist irgendwo, irgendwie, wo deine Leiche ist. Na klar, wie ist echt der jetzt? Das hat nicht gezählt! Och Mann, Olaf, das hat nicht gezählt, du Vollbörner! Er hat alle Fotos verbraucht. Nur kann ich nichts mehr kaufen, muss Olaf das nächste Mal alles bezahlen. Was hast du eigentlich ausgewählt für einen Geist? Noch gar keinen. Wow. Ich würde aber auf, Der steht hier drin und quatscht die ganze Zeit, obwohl wir nicht Hallo. Da sind. Wo seid ihr? Ich tippe auf Gespenst. Hallo. Ja, ich hab's auch eingeloggt. Marco? Eine? Das ist eine. Wenn du eine bist, wirst du oben drauf. Wenn du da bist, wirst du dazwischen. Im Jäger. Ah, da kommt es. Ike. Weißt du das? Ist er noch im Haus? Ike ist da. Es fehlt noch eine Dose. Hä? Ey. Der macht sich wieder lustig über uns. Sind alle da? Also habt also. Vor allem. Oh, meine Dose ist gerade weggerollt. Einmal werfen. Und. Was soll ich jetzt machen, Leute? Weiß nicht an. Soll ich nur mehr reingehen? Einmal werfen oder soll ich abfahren mit Gespenst, dann zweimal werfen bitte? Ich komme an die Dose nicht mehr an, die ist rausgerollt. Ja, auf seiner Kamera hat man aber eine Leiche gesehen. Ja, aber das hat nicht gezählt. Ja, dann muss erst nächstes Mal alles bezahlen, hat er Pech. Hallo. Ich hole noch mal was für ihn. Nee, bleib hier. Fahr los. Das dauert doch, bis der kapiert. Oder so. Wow, eine Mare. Und Olaf ist raus. Gut, dann war's. Ach nee, da ist er.